steht. Aber versuchen Sie nicht, Verbraucherinnen und Verbraucher und Bäuerinnen und Bauern gegeneinander auszuspielen. Wir lassen uns nicht auseinander dividieren. Wir kämpfen gemeinsam. Und wir haben noch kein Lust, die Sache zu gewalten. Es ist ja kein Wunder, dass beim Bauernverband gerade die Nervosität absiegt. Denn unsere Bewegung hat Erfolge. Und gerade in den letzten Tagen hatten wir wichtige Erfolge. Beim Saatgut. Die EU-Kommission wollte als schöner Helfershelfer von Syngenta, Monsanto und BASF Saatgut zum Handeln nur noch dann zulassen, wenn sie den Namen der Saatgutindustrie entspricht. Dienstag Nacht haben sich EU-Parlament, Kommission und Ratspräsidentschaft gegen den heftigen Widerstand der Finanzlobby darauf geeinigt, endlich die Spekulation mit Nahrungsmitteln einzudämmen, die Hunger in den Ländern des Südens verursacht. Klar, im Detail hätten wir uns schärfere Positionslimits gewünscht, aber trotzdem, Hürden gegen die Spekulation, das ist eine gute Nachricht für die Menschen in Kamerun, in Kenia, im Senegal. Und es ist eine schlechte Nachricht für die Deutsche Bank, für die Allianz und für die Spekulanten an den Kakaobörsen. Euer Geschäft mit dem Hunger geht zu Ende, die Party ist aus! Doch bei aller Freude über diese Erfolge. Große Auseinandersetzungen liegen in 2014 vor uns und die Route hier dieser Demonstration geht genau an Orten vorbei, die für diese Auseinandersetzung stehen. Den Auftakt bildet jetzt hier gleich der Bundesrat vorne in der Leipziger Straße. Da, wo die Traktoren, die 60 Traktoren gerade schon stehen. Den Bundesländern gibt es ja einen regelrechten Bauboom an Megastellen. Und was sagt unser lieber Herr Ruckwied dazu? Wir haben in Deutschland keine Massentierhaltung. Da entstünden, Leute, haltet euch fest, da entstünden Wellnessställe. Jeder Stall bei uns ein Meer an Tierschutz. Wir sagen, wer Hühnchen so züchtet, dass sie ihr Leben lang Schmerzen haben. Wer Schweinen Hormone verabreicht, damit ihr Gebärzyklus gleichgeschaltet wird. Und wer Tiere mit Antibiotika vollpumpt, damit sie so eng gehalten werden. Der macht keinen Tierschutz, der verursacht millionenfaches Tierleid. Wir fordern die Länder auf. Erlasst endlich starke Auflagen bei den Nitraten, beim Ammoniak, beim Tierschutz, bei der Gülle. In Altelin und in Prignitz, in Wietze, von den Arztleben, mit über 250 Bürgerinitiativen bundesweit. Ihr seid klasse, euer Erfolg, der trägt uns weiter, auch wenn es hart ist, gegen für die Agrarwende immer wieder zu streiten. Der gibt uns allen Kraft. Wir stehen hinter euch, leistet weiter Widerstand.
Bayern, das ist das Agrarministerium. Dort wird der neue Hausherr, der Herr Friedrich, demnächst entscheiden, genauer gesagt am 28. Januar, ob Genmais wieder auf unsere Felder kommt. Wir sagen, Herr Friedrich, stimmen Sie mit Nein in Brüssel und sorgen Sie dafür, dass Gentechnik nicht wieder auf unsere Felder kommt. Und ein letztes. Unsere Route führt uns auch vorbei an der EU-Kommission, drüben unter den Linden. Und dieser Ort steht für die große Auseinandersetzung in 2014 und das ist das Freihandelsabkommen, was die EU gerade mit den USA verhandelt. Wir wollen keine Chlorhühnchen, wir wollen keine manipulierten Essen auf unseren Tellern und wir wollen auch keine Hormone. Und deswegen die Ansage an die EU-Kommission, ihr könnt euch entscheiden. Thank you.